Sprachnachrichten. Das neue Medium. Okay. Was ist mein Part bei alledem? Hey ho, hier also eine Sprachnachricht von mir. Vor Jahren hatte ich Rückenschmerzen und so musste ich jemand anderes bitten, meine Kinder zum Strandbad zu begleiten. Das machte mir allerdings Sorgen, weil ich damit weniger Kontrolle hatte auf den Schutz meiner Kinder. Auch konnte Gott ja nur so gut aufpassen, wie ich selbst dafür sorgte, dass er aufpasst. Als ich mit 23 Jahren anfing, über Gott nachzudenken, da konnte er noch alles. Er war für mich lange allmächtig. Aber im Umgang mit den anderen gläubigen Menschen gewöhnte ich mir an, ihre Meinungen als Glaubenssatz für mich für wahr zu halten. So schlich sich in mein Denken dann irgendwann auch ein, dass Gott nur dann helfen konnte, wenn ich für ihn Lösungsvorschläge habe oder er von mir Eigeninitiative verlangte. Wegen der ständigen Rückenschmerzen vergaß ich allerdings mein Beten, und als alle Familienmitglieder vom Strandbad zurückkamen, wurde mir klar, dass Gott auch ohne mich auf meine Familienmitglieder aufpassen konnte. Was ist die Wirklichkeit in dieser oder überhaupt in jeglicher Situation? Und was ist meine Aufgabe bei alledem? Heute, 11 Jahre später, nach dem Beispiel mit dem Strandbad und Gebet, lasse ich Gott für mich beten. Und ich durfte wieder zurückfinden zu dem Glauben, dass Gott alles kann. Und dies beschert mir eine Freiheit, wo ich nicht mehr gejagt bin, das Richtige zu tun, Gottes Willen erfahren zu müssen und wobei er mir auch noch hilft, in dieser seiner Freiheit zu bleiben. Gott hat ja auch genug Glauben für mich, passt auch auf meine Heilsgewissheit auf, an der ich mich nicht selber klammern muss, damit sie Wahrheit bleibt. Überhaupt lasse ich jetzt Gott den Job vom Gott sein. Und ich bleibe bei meinem Job, darauf zu achten, dass ich mir nicht selbst vorgaukle. Ich wäre er.